Ja, hallo, hallo, wieder ein neuer Battle Report, und zwar diesmal Tyranniden gegen Custodes. Meine Custodes-Armee habe ich extra nochmal vorgestellt in einem anderen Video. Ja, wer sich den Detail anschauen will, kann das gerne schauen. Kurz nochmal, die neue Armee-Regel für die Custodes ist die, ich kann im Nahkampf jeweils eine Fähigkeit jeweils pro Einheit auswählen. Das pro Einheit ist neu. Und das ist die Detachment-Regel. Wir haben das Custodes Warg genannt, weil man ja, wie ähnlich wie der Warg in einer Runde so ein bisschen Bonus bekommt. Und jetzt die Armee-Regel von den Tyranniden. Die haben im Grunde zwei Regeln. Einmal diese Synapse-Regel. Das heißt, sie sind schwerer zu panik, weil sie halt einfach Würfen mehr beim Moralwurf haben. Und sie können in einer Command-Phase mit den Schatten im Warp verwenden, dass sie halt alles paniken. Übrigens, die habe ich von Warhammerpedia ausgeschnitten, die Dinger. Ohne haben sie das Detachment Rules, sie können sich einen Bonus sozusagen auswählen, und da ich halt nur Infanterie Sustained Hits gegen Infanterie genommen, macht das Sinn. So sah das Ganze bei der Aufstellung aus. Ich weiß, habe ich wieder falsch gefilmt. Ich weiß übrigens bei Tyranniden nicht, wie die ganzen Einheiten heißen. Bei manchen habe ich es dann rausgesucht. Ich weiß an sich nach, dass nicht mehr, dass nicht Homoganten, sondern Hermoganten heißt, aber ich werde sehr oft Viech und aber gelegentlich auch mal Drecksvieh sagen. Ja, nur so viel dazu. Das war die Lage nach dem ersten Zug, nach der ersten Runde. Die Tyranniden hatten den ersten Zug. Und ich habe dann, ja, meine erste Runde gemacht, habe in der Schussphase gar keine, ich glaube, einen Wunder habe ich gemacht. Das war ein bisschen, sehr ernüchternd. Dass ich, ey, meine ganze Armee schießt auf die, man macht nichts, keinen einzigen wirklich Schaden. Aber die Blade Champion und sein Trupp hat dann gleich den ersten Trupp Hermoganten komplett ausgelöscht. Das war ein bisschen so, endlich was getötet. Gleichzeitig wurde aber mein Trupp Wardens, oder Hüter heißen sie in Deutsch, mit dem Valerian-Charakter ausgelöscht. Und zwar von dem Old One-Eye unter anderem. Das ist halt ein richtig mieses Vieh. Die ganze Truppe kann Trefferwürfe wiederholen, und der regeneriert sich auch noch. Und diese Liktor, die haben infiltriert am Anfang, und da sind danach auf meinen Trupp drauf gesprungen. Da hat er leider keine Chance. Ich hätte auch noch, die hätten auch einen viel eingebauten, viel No Pain gehabt. Das habe ich auch da, diese Einmalfähigkeit leider vergessen. Ja, aus der Reserve ist ein Trupp Wächter gekommen, die haben dann Old One-Eye die anderen Viecher getötet, und er lebt aber noch, er ist umzingelt von meinen. Das wird daran jetzt ja nichts groß ändern, die werden jetzt den Rest vom Spiel gegeneinander kämpfen, und ich kriege dann alles nicht tot. In der Mitte wurde jetzt ziemlich aufgeräumt, da ist das große Vieh gestorben, ist leider explodiert, und hat meine Sisters, die aus dem Rhino ausgestiegen sind, schwere Verluste zugefügt, aber ja, ist halt so. Da meine Agenten der Inquisition, die machen den Homemarker. Und sonst tun die halt leider nichts. Ja, Alea ist jetzt nur noch alleine. Alle anderen sind gestorben. Die wurde jetzt von so einer Klebebombe von diesen Viechern beschossen. Die reduzieren halt dann die Geschwindigkeit. Ich habe das, ich habe ja die Story von der als Hörbuch, und fand es mir lustig, wie sie sich für alles wirklich aufgeregt hat. Bin richtig vorgestellt, wie sie sich dann aufregt, dass sie jetzt dass sie am Boden festklebt. Reden darf sie ja nicht, aber mit der Zeichensprache. Valerian ist schon tot, das heißt, der muss sich das ja mal nicht anhören. Die Agenten der Inquisition wurden inzwischen auch von dem da hinten von so einem Plasma-Bug gesniped. Das heißt, mein Homemarker war jetzt frei. Und Old One-Eye hat ihn jetzt einfach besetzt, sozusagen. Hat auch Insane Bravery gemacht, dass er ja keinen Battleshock-Test machen muss. Kriegt der Held nicht lange, aber wird zumindest gerade dafür einmal Punkte kassiert, was ein ganz cleverer Zug war. Und am Ende wird der große Plasma-Bug noch von meinen Guardians und Trajan Valorans einfach gemassakert. Und damit war das Spiel dann vorbei. Es gab auf beiden Seiten nicht mehr viele Einheiten. Ich habe dann ziemlich souverän gewonnen. Ich hatte als Missionsziel auch Charakter töten und Monster töten. Und da die Tyranniden zum Teil das in, ja, sagen wir, Personalunion, Charakter und Monster sind, war das auch recht ja, ergiebige Missionsziele. Was für mich eine ganz neue Erfahrung war, war halt, dass man in der Schussphase extrem schwach ist. Als Guard-Spieler bin ich halt gewohnt, dass die halbe gegnerische Armee sagen, umfällt, wenn ich mal schießen darf. Und da ich glaube, ich habe eine Wunde gemacht. Oder was habe ich an der Killer-Rakete nichts gebracht? Hier nochmal Old Warner, mein neuer Hassgegner. Von daher, das war eine ganz neue Erfahrung. Und was halt auch interessant ist, dass die ganze Armee nur in den Schuhkarton passt. Von daher, das ist kompakter wie normal, meine Transport, meine Armee. Ansonsten, was würde ich nächstes Mal anders machen? Ich habe zum Beispiel noch mal ein paar von meinen Einmalfähigkeiten vergessen. Da müsst ihr ein bisschen besser dran denken. Und vielleicht auch, dass man am Anfang die besser auf Schießt verzichtet und irgendwie länger in Deckung bleibt, wäre vielleicht auch so eine Idee. Ich sag, Nahkampfarmee ist halt für mich ein bisschen was Neues. Ansonsten, was aktuelle Armee baumäßig ansteht, ich baue ein bisschen mit Deathwatch an. Mal schauen, was da abseits neue Agenten des Imperiums oder was Codex oder was gibt. Da, je nachdem, werde ich mal schauen, was da mache. Aber Gusto, das werde ich bestimmt nochmal spielen. Ja.
Du böses Tyrannenvieh!